Klimmzüge sind die Übung schlechthin für den Rücken. Da gibt es ganz tolle Maschinen von allen möglichen Firmen. Aber an Grundübung für den Rücken gibt es eigentlich nichts Besseres als den Klimmzug. Wer Klimmzüge nicht schafft, muss an Latzug ausweichen oder auch an eine Klimmzugmaschine. Wenn man es aber hinkriegt, ist der Klimmzug das A und O. Das ist eigentlich schon eine Regel von Schwarzenegger. Und genau deshalb machen wir ihn und auch auf eine ganz extreme Weise. Das ist ganz lustig. Andere Bodybuilder fragen einen immer, ey, was drückst du in der Bank? Dann kommt immer meine Gegenfrage, hey, wie viel Klimmzüge schaffst du? Und da zeigt sich der wirklich Starke. Ein Schwergewichtsbodybuilder hat es dann natürlich schwer, weil im Bodybuilding, das kann man jetzt negativ oder positiv sehen, die Masse des Körpers nicht parallel mit der Kraft steigt. Und deshalb kriegen Schwergewichte da relativ schnell Probleme. Man kann Klimmzüge auch in den Nacken machen. Warum Leute das machen, weiß ich nicht. Sollte man nicht machen, weil die Schultergelenke dafür gar nicht gebaut sind und damit die Verletzungsgefahr wirklich erhöht sind. Das heißt, es wird immer in Richtung Brust gezogen. Rudern ist die zweite Grundübung für den Rücken. Jetzt werden einige sagen, Moment, da gibt es ja noch Kreuzheben. Kreuzheben ist keine Rückenübung. Beim Kreuzheben bewegt man nur die Hüfte und die Knie und damit ist die dynamische Bewegung in den unteren Extremitäten. Das macht es zur Beinübung. So sehe ich das, viele sehen es anders. Für mich bleiben die Hauptrückenübungen Rudern und Klimmzüge. Bei den Grundübungen mache ich immer einen Aufwärmsatz. Und dann drei Arbeitssätze, wobei die unter Umständen ein bisschen absteigend im Gewicht sein können, wenn ich es nicht mehr packe. Das heißt also, bei den Klimmzügen aufwärmen nur Körpergewicht und dann hängen wir die Gewichtsscheibe dran, starten normalerweise mit 20 Kilo, 15, 10 Kilo, bis nichts mehr geht. Und dann gehen wir zum Rudern, machen wir auch einen Aufwärmsatz und dann nochmal drei Arbeitssätze und das sollte völlig genügen. Also einen schönen Abschluss für den Rücken. Bild noch der Reverse Butterfly. Könnte man jetzt auch mit der Kurzhantel machen. Da ich aber schon ziemlich platt bin im Rücken, bevorzuge ich dann tatsächlich mal die Maschine, um mir nochmal selektiv die Rhomboideen rauszuarbeiten. Allzu schwer sollte man bei solchen Übungen eh nicht arbeiten, weil sie am langen Hebel stattfinden. Und der hintere Schulterkopf ist nicht sehr groß. Wer da also meint, er müsste Tonnen bewegen, naja. Der unterzieht sich auch einer groben Verletzungsgefahr. Und ich möchte ja mit 50 immer noch Weltmeister sein. Okay, das war es eigentlich schon für den Rücken. Ihr sollt euch merken, dass das Rückentraining komischerweise dreimal so wichtig ist wie das Brusttraining. Damit ihr in einer aufrechten Haltung bleibt. So ein Brustmuskel, der kommt relativ schnell gewachsen. Aber macht euch nicht zum Disco-Pumper. Brust-Bizeps, denkt an den Rücken.